Ungefähr. Ey Leute, das ist die letzte. Oh, wir haben den Questgegenstand Gruftschlüssel abgegeben. Nice. So, was haben wir jetzt hier? Skelett! Da sind wieder Skelette. Na gut. Bei Angriff. Aber das haben wir ja schon mal. Sollen wir nochmal Dranor beobachten? War doch lustig. So. Gebt dem Exe mal einen anderen, einen Fernkämpfer. Mal gucken, wie der sich gegen einen Fernkämpfer schlägt, der Dranor. Er hat 6 ausgeteilt. Nicht schlecht. Also, das kann man schon mal so stehen lassen. So, und nun? Ach komm schon, sei es kein Spielverderber. Lass dem guten Dranor mal die Skelette alleine. Der schafft das schon. Jeder kriegt einen. Wie die halt einfach jetzt durchmähen hier gerade. So, komm. Mal gucken, ob du es schaffst, hier noch rechtzeitig einen Zauber zu packen. Nimm das! Hep! Hep! Wie bei allen anderen halt einfach die Skelette fallen, nur bei Dranor immer so. Hep! Ha! Puh! So, komm, Naiva, du musst auch ein bisschen mitmachen. Ich dachte schon gerade, Dranor liegt am Boden. Dabei ist es Rulana. What the fuck? Jetzt liegt Dranor am Boden. Lass das mal vor Grimm machen. Bei meiner Axt. Wow, jetzt werde ich den erstmal umhauen. Kurkum. Boah, der teilt ganz schön aus hier. Guck mal, Rulana ist fast down. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz... Ah, jetzt habe ich natürlich hier keine Mana mehr. Mir fehlt aber nur ein Punkt. Na komm schon. Boah, 32? What? Zu euren Diensten. What the fuck is happening komm hier gerade? Gott sei Dank hat die jetzt gerade mal richtig gut pariert, die Rulana. Stich und weg. So, ja hier genau, Naiva teilt es mal aus mit ihrem neuen Degen. Acht. Na, also. Alter, der Forum liegt halt am Boden. Was ist denn da los? Die Welt steht Kopf. Alle mal hergehört. Sind wir schon wieder den Forum verarzt, ne. Alles Quatsch. Rumpel hat längst die Vorteile erkannt, wenn man mit, wie war das doch, dem Erkundungsbeauftragten spielt. Achso, mit, wie in generell mit Erkundungsbeauftragten. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Ich glaube, wir haben es geschafft, liebe Leute. Ich fasse es zwar selbst nicht, aber wir haben es geschafft. Ich mach das schon. Und ich habe keine Verbände mehr. Kann das sein? Keinen einzigen Verband mehr. Nirgends mehr. So viel Zeug aufgesammelt und keine Verbände mehr. Das gibt's doch gar nicht. Hier haben wir noch 3 Verbände, na also. Geht doch, easy. Wir haben auch noch Zeitungen, tatsächlich. Wenn's ganz schlimm kommt, ja, nehmen wir einfach Zeitungen als Verband. So, komm. Programm, hier. Kriegst du noch mal ein bisschen was. Können wir jetzt bitte einen Portalstein nutzen und damit ins Dorf zurückporten? Ach nee, geht ja nicht. Nimm Naivas Kleidung als Verbände. Das könnte man auch machen. Schön. So. Liebe Leute, wir haben das Moor bereinigt. Es ist auch schon viel heller geworden, habe ich das Gefühl. Es ist tatsächlich jetzt alles... Alle sind zufrieden und gut. Und hier sind wieder Habhüren, aber die dürfen da auch sein. Ach komm schon, ihr wollt uns jetzt nicht wirklich angreifen. Wir haben so lange in Frieden miteinander gelebt, liebe Habhüren. Wieso müsst ihr denn jetzt kommen? Gerade wo die Untoten alle weg sind. Wie geht's denn dem guten... So, die kommen jetzt tatsächlich hier an. Mal gucken, ob die uns wieder nur verfolgen oder ob die uns diesmal wirklich angreifen. Die laufen einfach weg. Irgendjemand hat was auf die Schnauze bekommen. Dranor kriegt auf die Schnauze. Oh was? Naiva liegt? Oh, ihr blöden Biester. Jetzt bin ich aber echt sauer. Alle mal hergehört. Wer sonst als ich? Du schön. Alter, was ist mit denen los? Was ist mit denen verkehrt?
Mach die weg! Ich mach das schon. Eine ist tot. Das habt ihr nun verdient, ihr verdammten Biester. Lass das mal Vorgrim machen. Ah, die machen aber hier Gott sei Dank bei den zwei nicht so viel Schaden. Jetzt habe ich aber gerade fast schon ein bisschen Panik bekommen. Dass ich die letzte Gruft doch noch mal spielen muss. So, ihr verdammten Harpyen. Was fällt euch eigentlich ein? Wir sind Botschafter des Friedens, ihr verdammten Biester. Geht ja gar nicht klar. So. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir nochmal wieder unsere allerletzten... Boah, Naiva geht's halt so schlecht. Das wird nichts mehr mit Schönheitskönigin, liebe Naiva. Das ist jetzt vorbei. Und Tranor geht's auch nicht gut. So. Ja, ich weiß. Ich weiß, Tranor. Es ist ein fieses Leben. Krieg so einen Tee. Mehr habe ich aber nicht. Ah ne, der hat eine kritische Wunde. Ja gut, ne? Tranor, ich weiß, es ist hart, jetzt hier im Moor umherzuwarten mit deiner kritischen Wunde und deinen vier Knochenbrüchen. Aber uns bleibt gerade nichts anderes übrig, denn wir haben keine Verbände mehr. Ah, schön. Gott sei Dank haben wir jetzt alles bereinigt hier. Wäre ja sonst auch unangenehm geworden. So, liebe Leute, ich glaube, wir schaffen es noch vor 12 wieder in unserem Fairdocker Anwesen zu sein und mal richtig auf den Putz zu hauen. Und eine Feier der Lebenden zu veranstalten. Ich bin mal gespannt, ob wir die gut... Oh, wer ist denn da oben? Riesenkrabbe, Riesenkrabbe, Harpyr, Harpyr. Oh, jetzt aber hier fort... Da will ich jetzt nicht hin. Nicht nochmal Harpyren hier. Sehr unangenehm. Die sollen sich mit der Riesenkrabbe behaken. Die Harpyren haben angefangen, jetzt definitiv. Jetzt kommt noch ein untotes Maultier. Das wäre jetzt echt übel. Nein, aber Ich glaube, wir sind jetzt hier durch. So, also, zunächst wollten wir noch einmal zu Bredo. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Denn der hat eventuell auch noch Verbände für uns. Muss ich mal gucken. Und dann können wir noch zu Morlinde, zum Boron-Tempel, unsere gute Quest abschließen. Der Reinigung, die Reinigungsquest. So. Da seid ihr ja wieder. So, genau. Ich habe Morlinde gefunden. Das freut mich wirklich sehr, das zu hören. So war diese von schrecklichen Erlebnissen gesäumte Reise wenigstens nicht völlig vergebens. Richtet ihr doch bitte aus, dass ihr Paket hier unten auf sie wartet. Nach diesem Vorfall mit der Hinrichtung möchte ich nicht mehr ins Dorf und nehmt dieses Parfümfläschchen als kleinen Finderlohn für Morlindes Wiederkehr. Hilft hervorragend gegen Moorgestank. Gewiss, ich werde es ihr zutragen. Vielen Dank für den Finderlohn. Möchtet ihr noch was? Zeigt mir eure Waren, habt ihr Verbände. Verbände, hunderterfacher, einfacher Verband. Genau das wollten wir. Genau das. Sollen wir auch nochmal 10 Mal Seife kaufen? Ne, wir haben noch, glaube ich, wir haben noch Seife. Wir riechen auch gar nicht mal so schlecht gerade. So, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz die Verbände der Rulana geben und die wieder hier reinpacken. Hallo? So. Und dann wird mal verarztet wieder, sodass unsere Truppe wieder wohlauf ist. Tranor wird als letzter verarztet, weil der wird sowieso gemobbt von allen. Weil er nicht so gut im Kampf ist. Ja, weil er immer nur auf seinen kleinen spitzen Schnurres guckt und sonst seine Kampfes-Skills vernachlässigt hat. Das ist der Grund, warum er immer gemobbt wird, aber eigentlich mögen ihn trotzdem alle und deshalb darf er auch mit auf die Abenteuer. Jetzt gehen wir zu Morlinde, schließen dort die Quest ab und dann sind wir hier nämlich auch eigentlich irgendwann mal so ein bisschen durch, glaube ich, und können dann auch wieder weg, ab nach Ferdok. So, Morlinde, Boron-Geweihte, Finstre-Boron-Geweihte, hallo.
Unpassendes Rollenspiel. So. Boron zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Unten an der verlassenen Stelzenhütte wartet ein reisender Händler auf euch. Sein Name ist Bredo Bento. Bredo Bento? Das sagt mir nichts. Was kann dieser Mann von mir wollen? Er wurde als Bote damit betraut, euch ein Paket mit von euch benötigten Utensilien zu überbringen. Ihr hattet es bestellt bei Amazon. Der Büttel hielt ihn für einen Untoten und wollte ihn sogleich als untote Bestie hinrichten. Da er diesem Schicksal nur mit knapper Not entronnen ist, traut er sich nicht mehr ins Dorf. Er bat mich, euch auszurichten, dass ihr ausnahmsweise so gut sein mögt und euch das Paket bei ihm abholt. Oh, dann weiß ich, worum es geht. Vielen Dank. Ja, das ist ein Paket, da kann ich gar nicht über den Inhalt reden. Der arme Kerl. Ich werde nachher nach ihm sehen und das Paket abholen. Worüber möchtet ihr sprechen? Ich habe Gutes zu berichten. Alle 8 Grüfte konnten von mir geläutert werden. Von nun an werden die Toten endlich wieder Ruhe finden. Ihr habt Moorbrück einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch vielmals für euer entschlossenes Handeln. Nehmt diese Dukaten als bescheidenen Dank. Wenn es euch beliebt, kann ich den Rest des Weihwassers wieder an mich nehmen. Als Gegenleistung gebe ich euch 2 Heiltränke. Aber gerne! Ein guter Tausch. Bitte hier, nehmt das Weihwasser. Glaubt eh keiner dran. Worüber möchtet ihr sprechen? So, was haben wir hier? Ich könnte noch petzen. Hier ist noch etwas, was ich euch tun kann, ehrenwerte Geweihte. Ihr habt mehr als genug für dieses Dorf getan. Alles andere liegt nun in Händen der Seelen dieses Dorfes. Worüber möchtet ihr sprechen? So, soll ich jetzt die tatsächlich, immerhin sage ich ja, zwar hatte der Nekromant den Auftrag erteilt, doch ausgeführt haben es 2 Grabräuber, die sich Trastein und Kiesel nennen. Ich denke, das solltet ihr wissen. Komm, ich sag das jetzt nochmal, ja. Die waren mir nicht sympathisch, die 2, ja. Die waren mir nicht sympathisch, muss ich sagen. Trastein und Kiesel, ich hätte einiges von ihnen erwartet. Aber dass sie so weit gehen würden, seid ihr ganz sicher? Absolut! Eine der beiden hat mir alles gestanden! Na, 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 na! Offenbar ließ man ihnen keine Wahl. Achso, da immerhin sah ich das. Offenbar ließ man ihnen keine Wahl. Sie hätten sich sonst eingenässt. Und wer will das schon? Ich werde den beiden auf den Zahn fühlen. Ruft mich an und sagt Bescheid. Das will ich gerne alles sehen. Oder nehmt es auf. Auf ein mobiles Kristall-Resonanzding. Denn Handys gibt's noch nicht. Auf ein magisches. So, jetzt gucken wir nochmal in die Taverne, ob die gute hispanische Thalia tatsächlich noch dort ist. Und ihr Wort gehalten hat. Spannung? Wollt ihr Wetten abschließen? Wird sie da sein oder nicht? Verdammt, ausgerechnet mich, den guten Schotterbier, hat man gestohlen. Bis auf den letzten Heller. Es war diese Frau, Thalia, oder wie sie heißt. Ihr wart doch mit dieser Diebin zusammen. Ich sah sie noch in Richtung alte Mühle flüchten. Wenn sie dort durchs Moor zu entkommen versucht, ertrinkt sie womöglich und all mein Geld ist verloren. Ihr müsst sie aufhalten und die Beute zurückbringen. Ja, dieses kleine Flintchen. Gut, ich werde ihr nachstellen. Das ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl gewesen. Aber nun gut, wir werden hinfort hinaus ab zur Mühle. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Wenn ich jetzt nochmal durch das Moor laufen muss, ja, dann tut's mir leid, ja, trotz der wunderschönen Aussicht muss Thalia schatterben. Den werde ich direkt angreifen. Wo ist die verdammte Mühle? Hier rüber muss ich? Okay. Nun gut, ab zur Mühle. Wie unerwartet, sagt Fenzel. Ja, ich hab doch gesehen, dass ihre Oberweite war total ehrlich. Sie bewegte sich immer so beim Atmen so hinauf und hinunter. Als könnte sie keiner Seele etwas zuleide tun. Psst, hier drüben, da seid ihr ja endlich. Moment mal, das passt jetzt aber nicht ins Bild. Wolltet ihr mir nicht im Gasthaus die Beute von... Achso, das bin ich ja. Wolltet ihr mir nicht im Gasthaus die Beute von Speckstein übergeben? Stattdessen habt ihr gleich den nächsten Wirt erleichtert.
Ihr müsst mir glauben, ich hatte alles, was ich von Specksteins habe, noch übrig war, gleich in der Nähe deponiert. Leider war der Fluch schneller als ich und nun ist alles fort. Nur das leere Schmuckkästchen war noch da. Sein Inhalt und einige andere Erinnerungsstücke hat sich der Fluch geholt. Da ich aber nicht wollte, dass meine Lebensretterin leer ausgeht, habe ich kurzerhand für Ersatz gesorgt. Ihr nehmt, es sollte eure Unkosten mehr als decken. Ich habe es nur für euch getan. Ihr hustet mit einem Mal nicht mehr. So schnell gesundet? Ihr habt recht. Es lag wohl am Fluch und zum guten Teil sicher auch an meiner Furcht vor ihm. Aber lassen wir das. Wichtiger ist das Gold. Ich will euch nichts schuldig bleiben. Bitte nehmt es. Also beraubt ihr den nächsten Wirt und überreicht mir das schmutzige Geld und eine leere Schatulle? Weshalb sollte ich Diebesgut annehmen, wo ich schon eure erste Beute ihrem Besitzer zurückzugeben habe? Warum müsst ihr nur so ehrlich sein? Wie konntet ihr es nur so weit bringen? Also gut, wenn ich genug Geld beisammen habe, werde ich euch finden. Falls Naiver weiß, von nichts der richtige Name von euch ist und ihr in Ferrok ein Domizil oder eine Anlaufstelle habt, nennt sie mir und ihr werdet sehen, dass ich euch nichts schuldig bleibe. Naiver weiß von nichts ist mein richtiger Name. Und ich wohne im Haus direkt gegenüber vom Praios-Tempel in Ferrok. Beste Zone, ja? Irgendwie so 11 Euro der Quadratmeter, mindestens. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde vorbeischauen. Nur wann? Kann ich nicht sagen. Ich bin froh, mich euch anvertraut zu haben, Schwester. Möglicherweise können wir eines Tages gemeinsam auf Tour gehen. Lebt wohl bis dahin. Und besorgt euch auch ein Outfit, das meinem gleicht, damit wir zusammen auf Tour gehen können. Möglicherweise. Lebt wohl. Wie, die lassen wir jetzt einfach so laufen? Greift die an, die verdammte Tante. Sie läuft weg und Naiver hinterher, um noch einmal den letzten Fussel zu klauen. Wenn die jetzt 500 Dukaten bei sich hat, jetzt bleib doch mal stehen, du Schlange. Wo läuft die denn hin? Die läuft halt tatsächlich nach Ferrok, ne? Ja, dammit. Dammit, würde ich sagen. So, wo ist denn der Büttel eigentlich? Den Büttel haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und der arme Wirt, was ist mit dem jetzt? Was ist denn jetzt, wenn wir mit dem Wirt reden? Es ist noch etwas. Ah, das seid ihr ja wieder. Bitte findet diese diebische Elster. Ich kann gleich ins Moor springen, wenn sie entwischt. Ihr müsst sie finden. Ich konnte sie einholen und auch das Diebesgut wiedererlangen, doch ich habe sie laufen lassen, da euch allein am Geld etwas lag. Also, ihr habt das Geld? Wunderbar! Soll diese Diebin doch in einem Erdloch verschwinden und dort vermodern? Hier, ich hoffe, es ist alles da. Bin ja nett, ja? Mal sehen. Ja, sieht so aus. Tja, ein kleiner Teil fehlt, aber nur sehr wenig. Den Verlust kann ich innerhalb eines Mondes wieder reinholen. Beklagen werde ich mich bestimmt nicht. Vielen Dank. Keine Ursache, guter Mann. Und jetzt ist nochmal eine Runde angesagt, würde ich sagen. Jetzt aber zu eurer Belohnung. Ich habe beim Suchen nach Hinweisen im Zimmer der Diebin ein Schmuckstück entdeckt. Genauer gesagt, eine Goldkette. Sie lag achtlos hinter dem Bett, so als ob diese Talia sie in der Eile verloren hätte. Vermutlich ist es ein weiteres Beutestück. Eine Goldkette? Fexens Wege sind wahrlich unergründlich. Bitte nehmt ihr die Kette und noch dreieinhalb Dukaten für eure Mühen. Nicht, dass ich knausrig sein will, doch der Schaden, den mir die Diebin zugefügt hat, war nicht unbeträchtlich. Vielleicht ist der Schmuck ja ein kleines Vermögen wert und ihr seid fein raus, wer weiß. Vielen Dank. Bevor ich jetzt vergesse, würde ich euch noch gerne etwas fragen oder ich werde mich nun aber verabschieden und das, glaube ich, werde ich auch tun. Denn wir sind hier tatsächlich fertig mit diesem stinkenden, kleinen, verdammten, untoten Moorkaff.
Ja? Ich will jetzt wieder in die Großstadt. Ich möchte endlich wieder eine Kneipe haben. Weib, Wein und Gesang.